Spiegelreflexkameras sind großartig, um noch großartigere Videos mit ihnen zu produzieren. Aber sie sind relativ klein und deswegen verwackeln Handheld-Aufnahmen leider sehr schnell. Nichts ist unprofessioneller als total verwackelte Videos und deswegen gibt es Kamerarigs. Hey, mein Name ist Kilian und das ist das Review eines günstigen Einsteiger-Rigs von TMART. Zu euch kommt das Rig so klein zusammengefaltet und kann in weniger als einer Minute zur vollen Größe ausgeklappt werden. Dass das Rig so kompakt ist, ist dann auch schon einer der ersten Vorteile. Man kann es einfach mal in einen Rucksack packen. Das Gewicht ist leider relativ hoch, das hängt aber damit zusammen, dass wir hier auch ziemlich viel dran haben, aber dazu später mehr. Jetzt stellt sich vielleicht manchen die Frage, ja, ist meine Kamera denn überhaupt kompatibel? Ja, jede Kamera kann man hier draufschrauben, einfach mit einem normalen Stativgewinde und man kann auch Schnellwechselplatten von zum Beispiel Manfrotto draufschrauben. Das bedeutet, ihr könnt jede Kamera auf das Rig schrauben, von einer Blackmagic bis zur 600D ist wirklich alles dabei. Um die Kamera selbst ist dann ein solcher Rahmen mit etlichen Stativgewinden, die ihr zur Erweiterung nutzen könnt. Hier findet ein Richtmikrofon, eine Videoleuchte oder ein Monitor locker Platz. Vorne am Rig sind dann noch zwei Carbonstangen, um zum Beispiel einen Follow-Fokus zu befestigen. Bis jetzt habe ich ja nur Positives aufgezählt, aber irgendwelche Abstriche muss man für einen Preis von 70 Euro doch hinnehmen, oder? Leider ja, beinahe alle Schrauben sind aus Plastik und sie wirken auch so. Ich hatte nicht unbedingt das Gefühl, dass sie schnell kaputt gehen können, aber Metall hätte ich ihr dann doch lieber gesehen. Mit den Schrauben kann man so Dinge wie die Haltegriffe ausklappen und anpassen und das Schulterteil, das nenne ich jetzt einfach mal so, ausziehen. Das Schulterteil kann man dann auch noch in einen Haltegriff verwandeln, sodass das Rig zu einem Art Froschperspektiven-Rig wird. Das heißt, man kann dann in Bodennähe filmen. Aber was könnte euch besser zeigen, was man mit einem Rig machen kann, als ein paar Videobeispiele, die ihr jetzt seht. Denke ich ganz klar gesehen, dass die Aufnahmen relativ ruhig sind, vor allem im Vergleich zu Handheld. So ein Rig, finde ich, gehört in jede Fototasche und ist total praktisch. Mit etwas Übung kann es auch mal ein Stativ ersetzen, das heißt, man muss weniger mit sich rumtragen. Schön fand ich auch die Möglichkeit, einen Follow-Fokus anzubringen und Videoleuchten etc. Für 70 Euro, denke ich, gibt es kein besseres Einsteiger-Rig und deswegen habe ich euch den Rig zu TMART unten mal in die Videobeschreibung gepackt. In dem Online-Shop findet ihr so ziemlich alles von tollem DSLR-Equipment wie einem fantastischen Schwebestativ über Taschenmesser bis hin zu PS3-Controllern. Also wirklich alles dabei, schaut da mal vorbei. Um alle Pro- und Kontrapunkte nochmal zusammenzufassen, mir gefällt es, dass man für den Preis wirklich was aus Metall bekommt und mit sehr vielen Stativgewinden bekommt. An jeder Ecke ist wirklich ein Stativgewinde, das heißt, man kann wirklich toll Sachen erweitern. Nicht so gefallen haben mir die Plastikgriffe und die Plastikschrauben, aber für einen Preis von 70 Euro war das leider zu erwarten. So, das war es im Großen und Ganzen auch schon von meinem Review. Ich hoffe, es hat euch geholfen und falls es so war, würde ich mich über ein Like natürlich wie immer freuen. Ja, das war's. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.